Ihr Hals-Nasen-Ohrenarzt hat bei Ihnen einen Lagerungsschwindel im horizontalen Bogengang festgestellt. Wir zeigen Ihnen hier im Barbeck-Manöver, was Sie zu Hause tun können, um sich von den Symptomen zu befreien. Hallo, mein Name ist Friedrich Albrecht, ich bin Hörakustiker hier bei My Second Ear und ich zeige Ihnen heute das Lagerungsmanöver nach Barbeck. Kommen wir nun zur Durchführung der Übung. Sie suchen sich am besten eine gerade, ebene, bequeme Unterlage und führen diese Übung möglichst morgens direkt nach dem Aufstehen durch. Achten Sie darauf, dass die Kissen entfernt werden, die verringern den Effekt der Übung. Wir beginnen in einer auf dem Rücken liegenden Position und schauen zur Decke. Wir wenden nun den Kopf in die betroffene linke Seite um 45 Grad. Kinn ist über der Schulter und wir warten 30 Sekunden. Nun 45 Grad wieder hoch zur Mitte. Ich schaue gerade hoch zur Decke. Ich warte wieder 30 Sekunden. Und nun schaue ich 45 Grad in die rechte Seite. Auch hier wieder 30 Sekunden warten. Schauen wir nun weitere 90 Grad zur rechten Seite. Wir wenden uns also quasi einmal mit dem Kopf herum und legen den Kopf auf den Boden. Wir warten wieder 30 Sekunden. Wir schauen nun weitere 90 Grad zur rechten Seite und legen uns auf die Seite. Wir verharren wieder 30 Sekunden lang in dieser Position und nun setzen wir uns auf, ohne auf den Rücken zu rollen. Führen Sie diese Übung möglichst dreimal täglich, am besten direkt nach dem Aufstehen durch. Wenn Sie 24 Stunden lang schwindelfrei sind, sollte diese Übung auch eingestellt werden. Beim Durchführen der Übung achten Sie bitte darauf, auch wirklich 30 Sekunden lang in den einzelnen Positionen zu verharren. Wenn Sie die rechte und nicht, wie jetzt hier gezeigt, die linke Seite betroffen haben, können Sie die Anweisungen für die Seiten einfach spiegeln. Das war's für heute zum Thema Lagerungsmanöver nach Barbeck. Wenn Sie Fragen zur Übung haben oder während der Übung Komplikationen entstehen, wenden Sie sich sofort zum behandelnden Hals-Nasen-Ohrenarzt. Wenn Ihnen das Video aber geholfen oder gefallen hat, lassen Sie uns gerne positive Bewertungen da und abonnieren Sie den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Der erste Link in der Videobeschreibung führt Sie zu unserem Fachartikel zum Thema Lagerungsschwindel. Der zweite Link in der Videobeschreibung zu unserem Blog mit weiteren Inhalten rund ums Thema Hören und Hörgesundheit. Mein Name ist Friedrich Albrecht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.